Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Justizminister, Sie sind tatsächlich die größte personelle Überraschung, die die Bundesregierung zu bieten hat. Sonst war ja nicht viel Aufregendes dabei und ich habe lesen können, dass Sie selbst über Ihre Bestellung verwundert waren. Ich nehme an, das hat damit zu tun, dass Sie justizpolitisch nicht besonders viele Berührungspunkte haben und dass man Sie als themenfremd bezeichnen kann. Ich werfe Ihnen das gar nicht vor, ich kann Ihnen das gar nicht vorwerfen, weil in einer Regierung, wo zwei Staatssekretäre und ein Finanzminister in Ihrem Ressort als themenfremd einzuschätzen sind, wo wir eine Infrastrukturministerin haben, die nichts mit Infrastruktur zu tun hat, fallen Sie eigentlich als Wissenschaftsminister, der Justizpolitik macht, gar nicht auf. Das eigentliche Problem im Zusammenhang mit Ihrem Ressort ist doch ganz ein anderes. Das eigentliche Problem ist, dass man zukünftig der ÖVP sicherheitspolitisch eine umfassende Machtfülle gegeben hat. Ich wundere mich eigentlich, warum es nicht gleich von der SPÖ das Verteidigungsministerium dazu bekommen habt. Dann hättet sämtliche sicherheitspolitische Agenten bei der ÖVP geparkt. Und das Ganze ist deswegen verwunderlich, weil wir haben ja gerade einen Untersuchungsausschuss Innenministerium hinter uns, wo auch einige Kollegen und Kolleginnen von der SPÖ aktiv mitgearbeitet haben. Und ich möchte ein paar Dinge in Erinnerung rufen. Parteipolitisch motivierte Postenbesetzungen im Innenministerium. Das gesamte Vorgehen bei der Flüchtlingsfamilie Zoge, wo Polizeibeamten politisch motiviert Daten abgefragt haben, Journalisten zugespielt haben, um öffentlich Stimmung zu machen. Politisch motivierte Ermittlungen im Babak-Fall, wo die Polizei im Wahlkampf bewusst auf den Babak-Fall angesetzt wird, um politisch Kalkül draus zu schlagen. Und was ist der Lohn dafür? Die ÖVP bekommt von der SPÖ das politisch sensible Justizministerium. Das ist das eine. Was ist das andere? Was wird die Konsequenz sein? Ich schaue mir das Regierungsprogramm an und sehe gewisse Vorhaben, die da drin verankert sind. Ausbau des Überwachungsstaats, Stichwort Online-Durchsuchung. Na, wie wird das ablaufen in Zukunft? Die ÖVP-Innenministerin wird mit der ÖVP-Justizministerin verhandeln. Ausbau der Antiterrorgesetzgebung. Die ÖVP-Innenministerin wird mit der ÖVP-Justizministerin verhandeln. Nicht, dass ich der SPÖ dazu traue, ein Korrektiv zu sein. Ich erinnere noch an das Sicherheitspolizeigesetz vor einem Jahr, wie das hier im Haus diskutiert worden ist. Ausbau der Polizeirechte. Im Sicherheitspolizeigesetz, die Hälfte der SPÖ hat geschlafen und die andere hat dem Blatter die Wünsche von den Lippen abgelesen. Aber ich sehe schon darin ein Problem, dass die SPÖ den sicherheitspolitischen Bereich aufgegeben hat. Das zeigt nämlich, welchen Stellenwert ein so gesellschaftspolitisch wichtiges Ministerium wie das Justizministerium für die SPÖ hat. Und der Stellenwert kommt ja auch dadurch zum Ausdruck, dass der Bundeskanzler in seiner schriftlichen Regierungserklärung der Justizpolitik gerade einen Absatz widmet. In seiner mündlichen Darstellung war es dann schon nur mehr ein Satz. Das Justizministerium ist gesellschaftspolitisch wichtig und ich frage mich, hat die SPÖ so wichtigen Materien wie dem Mietrecht nichts mehr zu sagen? Da gibt es einen sozialpolitischen Gestaltungsspielraum. Warum ist der aufgegeben worden? Die Leute geben einen Großteil ihres Haushaltseinkommens heute für Mieten aus. Da kann man sozialpolitisch was machen. Und was macht die SPÖ? Sie gibt es der ÖVP und wir wissen, wie die Mieterrechtspolitik der ÖVP ausschaut. Modernes Familienrecht, das ganz Gleiche, da kann man gesellschaftspolitisch Handschrift zeigen. Was macht die SPÖ? Sie gibt das Justizministerium der ÖVP. Wir wissen, was die ÖVP im Familienrecht für Positionen vertritt. Der Rechtsstaat, der Schutz des Rechtsstaates, das wäre eine wichtige Aufgabe, die die SPÖ wahrnehmen hätte können. Es interessiert die SPÖ nicht und noch schlimmer, selbst jene Projekte, die die Justizministerin Berger in den letzten 1,5 Jahren auf die Beine gestellt haben, werden in diesem Regierungsübereinkommen in Frage gestellt. Jugendgerichtshof steht zwar drinnen, aber unter Finanzierungsvorbehalt. Jeder, der weiß, wie die finanzielle Situation in der Justiz ausschaut, die budgetäre, weiß, das wird sich nicht ausgehen. Das Gleiche bei der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, eine Sache, für die sich die Berger massiv eingesetzt hat, steht unter Finanzierungsvorbehalt. Kann sich unter den gegebenen Rahmenbedingungen, wer die Budgetsituation in der Justizpolitik kennt, nicht ausgehen. Das Haftentlastungspaket, das wird evaluiert. Gut, da kann man noch hoffen,
dass das zumindest bleibt, weil die Evaluierung positiv ausgeht. Und der Gipfelpunkt war wahrscheinlich die Ablöse der Justizministerin Berger. Ich war nicht immer mit ihrer Meinung, in vielen Punkten sogar nicht ihrer Meinung, aber eines muss mir lassen, sie war engagiert, sie hat einiges versucht und der Dank war, dass sie ausgetauscht worden ist, das versteht niemand. Danke.